Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farming Simulator 22. Ja, wir sind wieder zurück jetzt im Geschehen auf unserem Hof hier, wie ihr so schön alles sehen könnt. In der letzten Folge haben wir ja Tomaten, Erdbeeren und Salate verkauft. Und mir ist dann auch was aufgefallen. Ja, dieser Traktor hier, den wir haben, den wir dafür gekauft haben, um ja als Frontlader Traktor zu agieren, dass wir halt Sachen aufladen können, die Erlöse. Und ja, zum Düngen, dass wir das Gerät auch zum Düngen benutzen, hat sich als, sag ich mal, ein Fehlkauf erwiesen. Ja, und deshalb werde ich diesen Träger auch so schnell wie möglich verkaufen, damit wir zumindest so ein bisschen, ja, unsere Kohle wiederbekommen. So viel wie möglich. Denn ich habe eine Idee. Und eine neue Erkenntnis. Diese ganzen Sachen vom Gewächshaus verkaufen sich anscheinend noch automatisiert. Kann man einstellen. Dafür ist der Verkauf, ja, der Gewinn nicht so hoch. Aber das werde ich dann wohl erst einmal so handhaben müssen. Ja, nützt nichts. Deshalb auch, weil dieser Trecker sollte auch düngen können, haben wir extra Pflegebereifung gekauft. Kann er nicht. So, und dementsprechend muss der so oder so ausgetauscht werden. Deshalb werden wir das gute Stück in dieser Folge mal verkaufen. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob man da hinfahren soll oder ob man das so verkaufen kann. So weiß ich das jetzt halt nicht. Wir können ja mal gucken. Kompakttraktoren. Verkaufen, doch. Geht. 34.703 kriegen wir dafür. Moment, können wir auch die anderen Sachen einzeln verkaufen? So, ohne dass wir hinfahren müssen. Ja. Ja, komm, wir verkaufen das jetzt alles, was wir haben. Weil, ja. Wir brauchen auch Geld. Frontlader, Palettengabel. Finde ich ja gut, dass man hier alles verkaufen kann. Und nicht erstmal zusammensuchen muss. So, damit haben wir diesen Träger wieder ausradiert. Ich weiß nicht, was wir mit dem Anhänger machen. Ja, den können wir eigentlich auch erstmal verkaufen. Den brauchen wir auch erstmal nicht mehr. So. Ja, da ist der Träger auch schon wieder verschwunden. 54.000 haben wir noch. Ja, Leute, müssen wir halt machen. Nützt nichts. Ich werde mal die Zeit ein bisschen schneller machen. Bevor ich das mache, erst einmal die Gewächshäuser umstellen. Man kann die sogar hier irgendwo steuern, meine ich. Aber ach komm, ich mache das jetzt hier einmal hier drüber. So, und dann den Verkauf. Hier kann man das wohl irgendwo einstellen. Ja, behalten. Nein, nicht behalten, sondern Ausgang direkt verkaufen. Ja, so soll es sein. So will ich es haben. Sonst gibt es noch verteilen und direkt verkaufen. Wir machen direkt verkaufen. So, damit haben wir jetzt auch alle verwaltet. So lassen wir das, dass wir nebenbei ein bisschen Gewinne machen. Dann wird das irgendwie wohl pro Stunde verkauft, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, somit brauchen wir den. Diesen Frontladerträger nicht mehr, ne? Und das ist ja auch ein Vorteil. Die Zeit werde ich jetzt ein bisschen schneller machen. So, was heißt ein bisschen? Volles Speed voraus. Das Feld ist ja schon bearbeitet. Wir können ja einmal kurz gucken auf der Karte. Feldfrüchte, Wachstum, genau. In Feld 19 gehört ja uns, ist im Wachstum. Erntereif ist es noch nicht. Das wird jetzt ewig dauern. Genau, da bin ich jetzt halt am Überlegen, ob wir vielleicht noch so ein kleines Landchen dazu kaufen. 107.000, ein bisschen teuer, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir ein bisschen Geld sparen. Noch ein paar Ländereien dazu kaufen können. Das wird das nächste Ding sein, denke ich mal. Hier 283, hier 102. Oder ich überlege halt, ob wir vielleicht. Ah, das wird jetzt doch nicht verkauft, oder wie? Ich hoffe schon. Habe ich das jetzt nicht umgestellt gehabt? Doch, hatte ich doch. So, und zwar behalten, nicht behalten. Mann! Direkt verkaufen. Direkt verkaufen. Direkt verkaufen. So, warum hat er das nicht angenommen von? Ach, hier, das wird. Nein. Ah, es wird pro Ding gemacht. Ach so, alle drei hier werden einzeln gesteuert. Direkt verkaufen. Direkt verkaufen. Direkt verkaufen. Direkt verkaufen. Passt. Sieht diesmal schon besser aus. Alles klar, somit können wir auch ein bisschen Geld machen nebenbei. So, Leute. Ja, in dieser Folge müssen wir jetzt ein bisschen, sage ich mal, die Zeit vorspülen. Da nützt ja nichts. Und dann werde ich aber schon mal mit dem Träger schon mal dahin fahren. Zum Feld, wollte ich gerade sagen. Aber ich will erst mal gucken, was man hier noch machen kann. Wie sieht es mit.
Ja, wir müssen auf jeden Fall hinfahren, so oder so. Nützt nichts. Oh, aber mit dem Striegel bitte. Weil ich weiß nicht, vielleicht müssen wir da nochmal drüber. Oh, Einnahmen, 82 Betriebskosten, Gebäude, okay. Alles in allem haben wir aber ein bisschen Plus gemacht, glaube ich. Ich glaube, das ist schon, dieser Minus ist schon mit dem Plus abgezogen. Also, dass der quasi das Grüne, das unterm Strich das ist. Ich weiß das nicht. Kann natürlich auch andersrum sein. Bin ich mir nicht so sicher. Wir fahren da jetzt erst einmal hin. Auf unserem Feld. Ich werde die Träger mal da in der Nähe lassen, weil ich meine, ja, es gibt ja nur ein Feld, was wir zurzeit bewirtschaften können. Und dementsprechend können wir eigentlich da die Träger auch positionieren. Ja? Und ich bin auch noch am Überlegen, ob wir vielleicht das mit den Hühnern mal machen. Ne? Mit den Hühnern soll jetzt auch nicht so umfangreich sein. Ne? Man soll ja nur auch Paletten, die man kriegt. Also, ja, man gibt da quasi nur Wasser und Weizen ein. Weizen haben wir ja. Und dann hat man quasi Eier. Und das läuft auch alles ganz easy. Das ist so eine einfache Einnahmequelle. Ich guck mal ganz kurz, wie das mit der Unkrautstufe aussieht und Düngestufe. Genau, Wachstum, Gedüng, Unkraut, Mittel. Muss ich das jetzt nochmal machen, ist die Frage, ne? Hier ist das nicht so. Hier ist es dann aber. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt auch einmal fahren lassen soll. Hier ist alles gut. So quer beim Feld gelaufen jetzt. Sieht alles gut aus. Ich glaube, das ist der Anfang, vielleicht, wo wir nicht so aufgepasst haben. Vielleicht hat er den nicht bekommen. So ganz beim Striegeln. Wer weiß. Da, ja. Ich glaube, hat er nicht ganz bekommen. Ja. Da bräuchte man schon die Hake. Da, mit, weil der Striegel entfällt halt nur die ganz kleinen. Ne? Das ist das. Deswegen. Okay. Naja, aber es scheint ja gut zu laufen. Wir lassen die Zeit mal so weiter laufen. Gucken mal auf die Preise. Von dem ganzen Weizen bewegt sich so langsam dahin, wo wir es haben wollen. Wir haben jetzt schon November, okay. November geht der Preis nochmal hoch, dann wird es Dezember billiger und im Januar soll man wohl die meiste Kohle dafür kriegen. Deshalb werde ich das auch auf jeden Fall im Januar dann verkaufen, ne? Das ist so der Plan. Licht aus. Träger ist jetzt an, ne? Wir lassen das mal so. Den Träger lassen wir hier stehen. Gucken wir mal ganz kurz, wie das hier aussieht. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. So, diesen Träger hier möchte ich auch mitnehmen. Dann nehme ich nochmal den Düngerstreuer mit. Ich weiß das halt nicht, Leute, ob das jetzt ein Fehler ist. Wie oft man düngen muss und alles, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich nehme es mal zur Sicherheit mit. Sicher ist sicher. So, dann ist dieser Tag auch schon fast rum. Was ja auch nicht schlimm ist. Somit bringen wir die Zeit auch ein bisschen voran. So, dann machen wir mal weiter. Und mal gucken, ob wir vielleicht morgen düngen müssen. Ich kenne mich da noch nicht so aus, Leute. Wie schon erwähnt, ich bin da auch so neu als Landwirt, sage ich mal, als angehender Landwirt. Ne? Und da muss man halt mal gucken, wie was läuft. Vor allen Dingen, wenn das schon so ewig her ist, wo man nochmal LS gespielt hatte. Ich hatte ja den 17er gespielt, habe ich ja schon oft genug erwähnt. Aber es schalten ja auch hin und wieder Leute jetzt erst ein. Ist ja auch so. Dementsprechend erwähne ich das auch alles immer ein bisschen öfter. Ja, ich hatte das schon mal gespielt. Allerdings war das halt nur der 17er. Und der 17er ist halt kein Vergleich, ne? Zu dem hier. Okay, das sieht gut aus. Jetzt ist bald wieder nach 12. Aber ihr seht, also allein nur durchs Rumstehen machen wir trotzdem, ja, was heißt Plus? So viel Minus machen wir auch nicht. Man muss überlegen, die ganzen, ich sag mal, Gemüse, Gewächshäuser bringen, glaube ich, pro Stunde tatsächlich was ein. Dementsprechend haben wir unterm Strich trotzdem immer einen Gewinn. Ich beobachte jetzt die ganze Zeit die Uhr. Weil Herbizid, Unkraut. Okay, hier braucht man dann schon das große Zeug. An der Seite, naja. Unkraut groß. Alles klar, dann weiß ich ja Bescheid. Mich können wir jetzt nochmal düngen, ist die Frage. Kann man das nochmal pushen? Gedüngt irgendwie hochpushen. Ich werde es mal versuchen. Dafür tauschen wir mal die Traktoren. Also die Anhänger. So. Diesen
Das Striegel, das lassen wir jetzt erstmal so an der Seite. Oh, es schneit. Oh, es schneit. Ich glaube, das Düngen können wir im Winter vergessen. Okay, das hat sich wohl erledigt. Der Winter ist da. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlimm ist für unsere, für unseren Weizen. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, Leute, deswegen. Boah, es ist aber auch echt dunkel hier. Wahnsinn. Ziemlich dunkel. Ja, hier sind wir auf unserem Hof, dank unserem Mähdrescher. Boah, der Himmel. Sieht gut aus. Boah, Leute. Da muss man halt erst einmal sich einfuchsen, ne? So ein bisschen an die Jahreszeiten. Ja, ein Glück haben wir die Gewächshäuser gebaut. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Denn dadurch haben wir so ein bisschen Nebeneinkommen. Wir haben schon 61.000 Euro. Also Gewächshäuser lohnen sich auf jeden Fall. Wir müssen das mit dem Wasser ein bisschen beobachten. Das geht ja auch ganz schnell leer, wenn man die Zeit so schnell laufen lässt. Alles, ne? So, wir haben jetzt Dezember. Den Dezember werde ich wohl auch einfach überspülen, wenn man das so sagen kann. Vorspülen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir eventuell das Weizen verkaufen. Ja, müssen wir. Wir brauchen ein bisschen Kohle. Wir wollen ja noch einen Hühnerstall bauen. Um den Hühnerstall zu bauen, müssen wir halt gucken, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen Kohle haben. Ne? Ich gucke gerade die ganze Zeit ein bisschen, ob wir hier über was vergessen haben mit dem Düngern. Wir werden auf jeden Fall nochmal düngern müssen. Ihr seht also, unsere Kohle geht immer weiter nach oben, passiv, was ja sehr gut ist. Somit machen wir dank dem Gewächshaus immer ein bisschen Plus. Aktuell zumindest. Ja, und das Gebäude hier, das ist ja auch so ein Solargebäude. Ja, jetzt im Winter macht es nicht so viel Kohle. Aber sonst kann man hier eigentlich Lichter anbauen. Das ist echt zu düster hier auf unserem Hof. Eventuell werde ich wohl noch ein Haus kaufen, weil dank dem Haus kann man dann wohl auch schlafen. Was ja auch vom Vorteil sein kann, wenn man hier die Nacht vorbei verbringen möchte. Braucht man halt nicht draußen sein. Hier haben wir Weizen, 40.400 für diejenigen, die wir jetzt einschalten. Die können ja mal gucken im Baumenü. Die Zeit geht ja hoffentlich da auch schneller vorbei. Also, dass das nicht gepausiert wird. Genau, geht weiter, sehr schön. Tiere, wir können ja mal gucken. Schweine, 75.000. Allerdings weiß ich, dass man bei der Weide irgendwie noch Wasser hinzugeben muss. Genau, hier, Wasser. Und bei der Kuhweide oder beim Stall muss man das nicht. So, aber der Stall kostet aber auch 254.000 Euro. Das ist eine ordentliche Summe. Pferde, da brauchen wir dann halt immer Wasser an der Weide. Im Pferdestall nicht. Und da können 8 Pferde. 5 Pferde zu 8 Pferde. Das kann man sich eher leisten, so 55.000. Ich weiß aber nicht, ob ich Bock auf Pferde habe. Ich lasse mal die Zeit so ein bisschen weiterlaufen. Schweine. 28.000. Das ist wirklich überraschend billig. 30 Schweine kann man lagern. Aber bei Schweine ist das Problem, da muss man halt sehr viele verschiedene Nahrungsmittel haben. Für die Profis unter euch nichts Neues. Schafe. Ja, bei den Schafen soll auch nicht so schwer sein. Hier hat man nur Gras und Heu, worauf man achten muss. Oh, der Schnee ist da, der Schnee. Und halt die Hühner. 6.000 kostet so eine Hühnerweide. Oder wir nehmen uns gleich so einen Hühnerstall mit 360 Hühnern. Ja. Ich werde wohl auf den Hühnerstall gehen. Gleich das 9 Plus Ultra. Weizen haben wir. Wasser brauchen wir dann nicht zufügen. Sonst, nee, hier auch nicht. Bei der Hühnerweide brauchen wir auch wohl kein Wasser nachgeben. Okay. Na gut. Aber trotzdem will ich den Hühnerstall, weil 360 Hühner, das ist schon eine heftige Summe. Da lohnt sich dann auch schon als Bauer so ordentlich. Ah, okay, es ist Januar, Leute. Ja, mit dem Schneeschippen soll der jetzt auch wohl Pflicht sein. Ich weiß nicht, ob es Pflicht ist, aber man soll es wohl machen. So, ich lasse die Zeit ein bisschen weiterlaufen, bis das hell wird. Und dann werde ich den Weizen zum Verkauf bringen. Boah, was ist denn hier das für ein Blinky Blinky? Blinkt hier ganz schön. Oh, was habe ich da gedrückt? Okay, Scheibenwischer. Habe ich das jetzt angemacht oder sind die automatisch an? Ich bin mir da immer noch nicht so sicher, ob die automatisch laufen. Was ja bei modernen Traktoren nicht
nichts Neues wäre, ne? Weil wenn man so, sage ich mal, einen modernen Traktor hat, der reagiert dann wohl mit Regensensor, wäre ja nichts Neues jetzt deswegen. Boah, aber dieses Blinken, was ist das auf der Straße, Mensch? Oh. Keine Ahnung, warum das so ist. Ein Grafikfehler oder was? Ich weiß das nicht. Vielleicht ist die Schneetextur wohl noch nicht so gut gemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Spuren. Ich vermisse ein bisschen Spuren hier. Ich weiß nicht, ob es an meinem Equipment liegt oder allgemein das so ist. So, die Zeit machen wir ein bisschen langsamer jetzt. Oh, Radio. Wollte ich jetzt nicht. Sehr schön. So, jetzt nehmen wir uns den Anhänger hier. Ja, aber der hubbelt schon. Fährt schon nicht ganz gerade. So. Jetzt wollen wir das Weizen mal holen. Wo kriegen wir denn überhaupt den besten Preis? Ich muss da mal ganz kurz gucken. Genau, hier. Januar geht schon der Preis fast runter. Oh, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Der Weizen wird besten verkauft im Supermarkt. Ne, in der Mühle. In der Mühle Felsbrunnen. Ne, Felsbrunnen. 774, okay. Ja, müssen wir dahin. Nützt nichts. Genau. Felsbrunnen, okay. Ja, jetzt werden wir halt gar keine Vorräte mehr für die Hühner haben. Aber da, das sage ich mal jetzt so, müssen wir jetzt drauf scheißen, sage ich mal, auf gut Deutsch gesagt. Weil, oh, jetzt habe ich das nicht geschafft, oder wie? Oh, muss man näher dran fahren. So. Wegen dem Schnee sieht man hier auch gar nichts. Weil eigentlich gibt es hier so eine, ja, Stelle, wo man rauffahren kann. So. Jetzt sollte das aber gehen. Befüllung starten. Ja, ich kippe jetzt alles rein oder sollen wir ein bisschen was behalten? Ich behalte mal so ein bisschen was. Nee, kann man aber nicht einstellen. Ne? Nee, kann man nicht einstellen. Egal. Komm, dann verkaufen wir das alles einmal. Weil wir brauchen ja auch jeden Cent. Sag ich mal, um nachher den Hühnerstall zu bauen. Boah, da ist der Anhänger auch schon. Oh, wir müssen zweimal fahren. 25.000 passen, aber 40.000 nicht. Wir können natürlich den Rest behalten. Wie gesagt, wegen den Hühnern, ne? Vorteilhaft wäre es, weil es ja billiger ist, wenn man es selber herstellt, als wenn man es kauft. Ne? Ist halt so. Boah, da muss der Träger jetzt richtig arbeiten. Wo fahre ich überhaupt richtig? Ja, wir müssen ganz runter. Oh. Das war knapp. Genau, hier links jetzt, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Ja. Und dann über die Brücke irgendwann. Bei nächster Gelegenheit. Am besten kommt gleich jetzt. Boah, Leute, das ist ein. Da merkt man schon, dass der Traktor. Der muss wirklich arbeiten. Hart an der Grenze das Ganze. Ein Glück haben wir so einen starken Fendt Vario. Sonst hätten wir da ein bisschen Probleme gehabt, denke ich. Oh, ich bin zu weit reingefahren, glaube ich. Ich hätte auch eine Brücke später nehmen können, aber okay. Wir fahren jetzt mal hier lang. Jetzt gibt es auch keinen Zurück mehr. Sehr schön. Eine Innenansicht wollte ich jetzt anmachen. Ja, Innenansicht. So wollte ich es haben. Sieht auch geil aus. Ja, einmal werden wir wohl noch fahren müssen. Ich weiß halt nicht, ob wir den Rest lieber behalten. Wir gucken mal, was das uns bringt, die 25.000 Weizen, 25.000 Liter, um es genauer zu erwähnen. Und dann gucken wir mal, ob sich das ganz so, sage ich mal, ob sich das eventuell rentiert, dass wir sagen, komm, wir fahren nochmal. Oder wir sagen, komm, wir haben so viel Kohle gemacht, wir lassen das jetzt einmal, wir machen das jetzt so, dass wir sagen, ja, den Rest behalten wir für die Hühner. Weil 360 Hühner müssen auch gefüttert werden. Ne? Das ist schon eine ordentliche Masse. Eine ordentliche Masse, die ja bedient werden muss mit Futter. Da bin ich mal gespannt. Ich bin echt gespannt auf die Hühner. Die Hühner werden wir auf jeden Fall noch machen. Und dann, denke ich mal, werden wir irgendein Tier machen, wo wir dann sagen können, jo, von wegen, dass wir auch so Gülle bekommen. Ne? So, da müssen wir entweder Kühe machen oder Schweine. Die bringen halt Gülle.
Und Gülle ist dann nochmal so wirklich eine Sache, die sich dann auch wirklich lohnt. Braunes Gold kann man auch dazu sagen, denn. Oh! Moment! Ah! Wenn ich mich nicht täusche, hätten wir jetzt den Zug nehmen müssen. Der Zug. Den Zug. Ach, den Zug müssen wir nehmen. Wenn ich mich nicht täusche. Kommt der jetzt? Oh, ne, du weißt was. Das ist mir dann ein bisschen zu kompliziert, muss ich ehrlich sagen. Sollen wir lieber Mühle nehmen? Wo ist denn die Mühle? Das ist so ein großer Preisunterschied ist da jetzt nicht. Wir gucken mal, wo die Mühle ist. Weil man muss da. Ich habe mich ein bisschen informiert. Boah, jetzt bin ich ganz woanders. Man muss den Zug irgendwie rufen. Ich weiß das nicht, Leute. Es ist ein bisschen anders. Oh, als wie bei LS17. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Und dementsprechend sage ich mal. Erstmal rüberblinken. So wie es sich gehört. Das sieht echt geil aus, Leute. Da kann man echt nichts sagen. Das sieht wirklich sehr gut aus. Da muss man auch schon mal einen Screenshot von machen. Ich bin ja so ein Screenshot-Liebhaber, ne? Vor allen Dingen für schöne Thumbnails. Ne? Lohnt sich das ja auch immer wieder. Gut. Ja, wir haben uns leider ein bisschen verkalkuliert. Das tut mir riesig leid. Mit dem Zug, da werde ich mich wohl noch ein bisschen informieren, wie das genau läuft. Da muss man den wohl erstmal rufen oder mieten. Ich weiß das nicht. Und Felsbrunn ist wohl die andere Map, wo wir dann hinfahren müssen. Um das Ganze abzuliefern. So. Vollgas voraus. Hier ist der Zug. Ich weiß nicht, ob man ihn hier schon rufen kann. Oder ist der Bahnhof. So, Tempomat mal rausgenommen. Eigentlich könnte man auch sagen, wir machen einen Kredit oder sowas. Ne? Könnte man auch mal machen. Jetzt, wo wir hier in der Stadt sind, ist mir das so eingefallen mit der Bank. Man könnte auch mit Maschinenvermietung arbeiten, solche Sachen, ne? Dass man eher auf Mieten geht und sich die Ländereien kauft. Die Ländereien und die Tiere kauft, die muss man sich ja kaufen. Führt ja nichts da bei vorbei. Deswegen könnte man aber die Maschinen zumindest mieten. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir auch noch ein paar Ländereien kaufen. Weil, wenn wir andere Tiere machen wollen, brauchen wir natürlich auch andere Flächen. Beziehungsweise mehr Flächen, die wir dann auch bewirtschaften können. Ich will jetzt nicht ein Feld aus einem Feld zwei Früchte machen. Gefällt mir nicht, so bin ich nicht so der Freund von. Dann habe ich lieber so ein riesiges Feld mit einer Frucht und immer so weiter die nächsten dazu kaufen. Und außerdem kenne ich mich auch damit nicht so gut aus mit dem, sage ich mal, Feldaufteilungen und so weiter. Da bin ich jetzt auch noch nicht so der Pro. Aber das werden wir alles mit euch zusammen erkunden, Leute. So, jetzt abladen und mal gucken, was wir dafür bekommen. Ja. Ganz 25.000 Euro werden das wohl nicht sein. Das wären ungefähr so um die über 20.000. Bisschen über 20.000. Ich denke so 21.000. Ungefähr. Über. 17.793. Okay, habe ich mich ein bisschen verschätzt. Okay. Jetzt kann man natürlich sagen, hat sich das gelohnt oder soll man jetzt. Also ich würde ja schon beinahe fast sagen, dass wir den restlichen Vorrat an Weizen auch nochmal verkaufen oder warten. Ich weiß das nicht. Ehrlich gesagt. Ach, wir können das auch verkaufen. Wir verkaufen das. Okay, wir verkaufen das, Leute. Denn dann haben wir auch schon mal ein bisschen, sage ich mal, Geld. Ja, ein bisschen Geld. Geld ist immer gut. Und dann können wir mit dem Geld neu kalkulieren für das neue Jahr so ein bisschen. Ne? Weil wir müssen auch erstmal gucken, wo wir bleiben mit der Kohle. Müssen ja auch noch Maschinen holen. Okay, Maschinen habe ich jetzt gesagt, können wir auch mieten. Aber zumindest den Hühnerstall möchte ich holen. Und um den Hühnerstall auch gerecht zu werden, muss ich ja auch noch Hühner kaufen. Und natürlich den Futter. Ja, Futter ist aber jetzt nicht so wild, denn wenn wir über das Jahr jetzt hinaus gesehen arbeiten, 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 können wir den Weizen wieder ernten und bis wir die Hühner haben oder schon haben oder ihr wisst, wie ich meine, dann haben wir auch schon den Weizen, den wir abernten und diesen Weizen können wir dann wieder einteilen. Diesen hier verkaufe ich jetzt komplett, damit wir so ein bisschen flüssiger werden. Gerade am Anfang ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt,
irgendwie ein bisschen flüssiger sein können. So, restlichen Weizen aufladen. Dann markiere ich schon mal die Mühle. Die wird auch billiger jetzt, die Preise. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler ist, weil der Supermarkt, da gehen die Preise auch hoch. Bei Felsbrunnen auch. Oh ne. Das werde ich jetzt beobachten und dann weiß ich nächstes Jahr Bescheid, weil hier soll ja der Preis eigentlich wieder runtergehen. Oh Mann, ey. Naja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt verkaufe ich alles da einmal. Und dann schauen wir mal, dass wir auf die Hühner gehen. Was ich richtig gut finde, was ich ja schon extra gesagt habe nochmal, dass wir auch passiv jetzt sehr gut dabei sind mit der Kohle, ne? So, wir müssen ja mal links. Dass wir passiv mit der Kohle gut sind. Das bedeutet, wir machen in der Stunde plus, jede Stunde plus und über den Tag hinaus oder über den Monat dann auch hinaus auch plus. Also, dass wir unterm Strich dann im Großen und Ganzen im Plus sind. Leute, das ist richtig gut. Dadurch können wir quasi die Zeit so die ganze Zeit schnell laufen lassen und machen nur Plus. Ja, das ist zwar nicht viel, aber etwas. So, und wenn wir jetzt die Hühner noch dazu bekommen, auch so ein passives Einkommen, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es passives Einkommen ist, wie bei den Gewächshäusern, oder ob man da wirklich dann wieder einen Frontlader braucht. Dann hat man wieder so zwei so eine Einkünfte. Natürlich haben wir noch die Solaranlage, den Überstand mit Solaranlage, also da geht ja auch noch was. Einnahmentechnisch. So, und alles drum und dran bringt uns so ein bisschen, ich habe noch den Blinker, bringt uns auch alles so ein bisschen in den grünen Bereich. Und das finde ich echt cool, dass das Gras, große, also das kleine und das, sag ich mal, das kleine in Massen so viel Gewinn macht. Finde ich wirklich sehr, sehr geil. So, jetzt sind wir auch schon da. Das ist wirklich geil mit dem Schnee. Wirklich sehr, sehr geil. So, der Weizenverkauf ist dann auch schon gleich abgeschlossen. Und das ist der Rest. Ja, das sind bestimmt 10.000. 10.000 müssen das ja schon sein. Ist ja ein bisschen über die Hälfte. Vielleicht auch nur 8.000, 9.000, aber immerhin. Kleinvieh macht auch Mist. So, wie viel sind das? 10.000. Ja, komm, komm doch hin. Alles hinterm Komma wird auf- oder abgerundet. So. Ja, dann fahren wir mal zurück, Leute. Wir haben es auf jeden Fall geschafft in dieser Folge. Das, was wir wollten. Genau. Ware abgeliefert. Der Winter ist da. Ja, ich würde mich dann auch schon wieder verabschieden. So langsam. Ne? Nicht sofort, aber so langsam. Noch fahre ich mit euch ein Stück und dann bin ich dann auch schon weg. Ja, dementsprechend würde ich mich dann auch freuen, wenn ihr mir da ja, Kommentare schreibt, wie es euch gefallen hat, im Allgemeinen. Daumen nach oben lassen, wenn ihr nicht Mann der vielen Worte seid und gleich zur Sache kommen möchtet und das Ganze bewerten möchtet. Würde mich freuen. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, gilt es wie immer. Abonniert mich, Leute. Ja, kostet nichts. Unterstützt mich. Sagt mir, dass ich dann mehr so eine Videos machen kann. Ich bin dann auch schon fast auf dem Hof. Werde ich den Träger mal schön hinparken. Und in der nächsten Folge, ja, werden wir auf jeden Fall sehr viel die Zeit weiter vorspülen müssen, damit wir, ja, langsam mal den Weizen abernten können. Ich meine, ist ja noch lange hin. Dementsprechend müssen wir wirklich, die Plane kann zu, können wir da die Zeit weiter voranbringen. So, dann verabschiede ich mich, Leute. Park den Traktor hier. Stell ihn hier ab und sage ciao, bis zum nächsten Mal.